Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzesentwurf, der heute vorliegt, in dem soll für das Nationale Bildungsinstitut BIFI die Basiszuwendung für 2015 mit jährlich 13 Millionen Euro sichergestellt werden. Und es soll weiters die Transparenz verbessert werden, vor allem in Bezug auf die Aufgabenerfüllung, in Bezug auf den effizienten Mitteleinsatz. Für das BZÖ gilt eigentlich genau das heute noch, was ich hier schon 2009 gesagt habe. Ich habe damals gesagt, und wir haben als BZÖ auch nicht zugestimmt, dass die Basiszuwendung einfach eine zu umfangreiche und zu hohe ist, und habe das damals verglichen auch mit ähnlichen Instituten, in Bayern vergleichbar, Bayern von der Größe des Landes, auch von der Anzahl der Schüler, wo man mit einer Basisförderung von 7 Millionen auskommt. Wie recht wir hatten schon damals, 2009, zeigt jetzt der Rechnungshofbericht in seiner Kritik. Der sagt, dass das BIFI eine zu hohe Mittelausstattung hat. Der sagt, dass Bankguthaben angehäuft wurden, und das wurde von meinen Vorrednern von der Opposition ja auch schon festgestellt, fast in der Höhe von 9 Millionen Euro. Dass die größten Aufwandspositionen vor allem für Werkverträge wieder, die vergeben werden, und für Personal, und dass überhaupt das Personal, die Mitarbeiter, um das Doppelte angestiegen ist und natürlich das auch in den finanziellen Mitteln Ausdruck finden. Wenn Sie, Frau Ministerin, jetzt die Reißleine ziehen, dann glaube ich, ist es höchst an der Zeit, denn wir müssen einmal ehrlich sagen, die Rechnungshofkritik ist wirklich vernichtend. Auch die Kritik, was die mangelnde Kontrolle anbelangt. Es hat bis jetzt kein inneres ausreichendes Kontrollsystem gegeben. Auch die Nichtbeachtung des Vier-Augen-Prinzips, dass es auch keine Deckelung gegeben hat, bis wohin der Aufsichtsrat sich mit Vergaben beschäftigen muss. Also das sind alles Dinge, die eigentlich grundlegende Faktoren wären, mit denen man sich so in seiner ausgelagerten Gesellschaft befassen müsste, und das ist alles nicht geschehen. Der Rechnungshof räumt zwar ein in seinem Bericht, dass es natürlich Anlaufschwierigkeiten gibt, und das gestehe ich auch zu, wenn ein Institut kurz besteht, aber dass absolut Handlungsbedarf ist, und die 48 Empfehlungen, die ausgesprochen werden, sprechen ja eine sehr klare Sprache. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundesministerin, wir werden weiter kritisch diesem Nationalen Bildungsinstitut gegenüberstehen, aber nicht so sehr, was die inhaltliche Arbeit anbelangt. Hier wird zum Großteil sehr gut gearbeitet, sondern vor allem, was die aufgeblähten Strukturen, die Mehrgleisigkeiten, parteipolitische Besetzungen, Kollege Walser hat es ja schon gesagt, und vor allem auch diese umfangreiche finanzielle Ausstattung betrifft. Auch die Frage des Rechnungshofs, und die stellte ja zu Recht, ob nicht viele Aufgaben trotzdem im Unterrichtsministerium erledigt werden können, sollte man sich auch in Zukunft. Daher dieser Verlängerung der finanziellen Mittel für das BIFI heute nicht zustimmen, denn wir wollen ganz einfach und klar das Geld auch haben für die Schülerinnen und Schüler, für die Schulen. Wir wollen, dass das Geld, das sowieso knapp ist, auch für die Bildung dort ankommt, wo es gebraucht wird, und nicht in extrem hohen Gehältern, ja, für überbordendes Personal und für Strukturen hineinfließt. Wir wollen das Geld direkt in den Schulen haben. Gerade der Ausbau der Ganztagesbetreuung erfordert auch viel Geld für räumliche passende Ausstattung. Wir wollen das Geld für die Qualität des Unterrichtes haben. Wir wollen das Geld für die Ausbildung, für die Beste der Lehrerinnen und Lehrer und Pädagoginnen und Pädagogen. Und wir wollen einfach, dass das Geld in den Klassenzimmern ankommt und nicht in einem Institut versickert. Frau Abgeordnete Magister,